Ha, hallo Weihnachtsfreunde, heute ist 6. Dezember, gibt es hier was Spannendes und zwar ein Türchen. Und ja, wo ist jetzt hier das 6. Dezember? Gucken wir mal, 6., 6., 6., hier oben. Hier oben ist der 6. Dezember und dann machen wir hier das gleich mal auf und schauen mal, was drin ist. So, bin gespannt wieder, was wird hier drinnen sein, was werden wir hier wieder alles für schöne Sachen haben. Ui, eine LED. Nichts Besonderes, oder? Eine ganz normale LED. Ich guck's. Schau mal. Ganz normale LED. Nichts Besonderes. Aber ich glaube, das kann jetzt die Kamera hier nicht so abnehmen. Da drin ist nämlich was Cooles eingebaut. Und zwar in so einer kleinen LED. In diesem Kopf. Da oben. Ist eine Elektronik. Jetzt hoffe ich, kann man es vielleicht einigermaßen sehen. Da ist eine Elektronik drin. Und was diese Elektronik kann, das zeige ich euch jetzt hier mal. Weil das ist nämlich echt eine coole Sache, was das kann, was die kann. So, dazu, was brauchen wir da? Batteriekästchen, klemmen und dann geht es schon wieder los. Also hier wieder Minus rein, hier wieder Plus rein. So, langes Beinchen zum Plus, weil da kann man ja aus dem langen sozusagen ein Plus bauen. So, zack, zack. So. Wie sieht es jetzt hier aus? Gar nichts. Warum gar nichts? Habe ich jetzt hier was? So, So. Ich kam hier zu weit drin gewesen. So, und jetzt? Ich hoffe, ich weiß gar nicht, ob man es sehen könnt. So, jetzt kann ich es sehen. So, was macht ihr jetzt? Grün? Blau? Oh! Blau, und was geht's jetzt? Geht es noch weiter? Ha, jetzt wird es orange, jetzt wird es wieder grün. Jetzt wird es grün und jetzt wird es dann wieder, jetzt ist es rot. Also das ist eine automatische Farbwechsel-LED. Ja, das ist eine echt heiße Geschichte. Und zwar da drin ist sozusagen in dieser LED eine Elektronik verbaut. Und zwar, da sind drei LEDs in Wirklichkeit drin. Es sind drei drin, da ist eine, ja, eine grüne drin, eine blaue drin und eine rote. Deswegen heißt es auch RGB. Red, Green, Blue oder Blau. Im Deutschen heißt es Rot, Grün, Blau. Und diese Elektronik, die da drin ist, die triggert sozusagen immer, die sagt, okay, jetzt bist du nur noch blau, dann geht die blaue langsam runter. Sehen wir es gleich? Jetzt geht die rote runter, jetzt kommt die grüne immer mehr. Die kriegt immer mehr sozusagen Ansteuerung. Das funktioniert über sogenannte Pulsmodulation. Also Pulsweitenmodulation besser gesagt. Jetzt kriegt die grüne mehr Anteile. Also kriegt jetzt mehr. So, jetzt wird die grüne wieder runtergefahren und die blaue geht nach oben. Und durch das, dass sich diese Farben so schön überlagern kann, können sozusagen, ja, jede Farbe, die man haben möchte, sozusagen kann man es gar nicht besser sehen, wenn ich es direkt einhalte, kann man sozusagen herstellen mit sowas. Und das ist echt eine coole Geschichte. Das ist so eine Universal-LED. Mit trotzdem zwei Anschlüssen ist nicht ganz günstig sowas, aber finde ich echt eine coole Geschichte, dass man hier sowas mal gesehen hat. Also, nicht immer nur meinen, da ist nur einfach ein Kristall drin, so glühend zu Beginn, sondern da kann auch schon ein bisschen Elektronik drin sein, weil die Mikroelektronik sehr, sehr klein heutzutage schon geworden ist. So, jetzt höre ich schon wieder auf, den 6. Dezember hier zu schwafeln und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, hier oben könnt ihr abonnieren, damit ihr morgen auch wieder dabei seid, gerne mit der Glocke und dann wünsche ich euch noch einen schönen 6. Dezember, macht's gut, bis morgen, tschüss.